andere kann ich gern verzichten, aber nicht auf die Kameracrew und auf die Kabelverbindung nach Marokko. Jetzt ist es noch Nacht in den Vereinigten Staaten, aber das Interview sollte in den Frühnachrichten ausgestrahlt werden. Wir haben so vieles noch nicht besprochen. Ich weiß im Prinzip überhaupt nicht, wo... Sie kennen doch den Scheich, der meinen Mann als Geisel gefangen hält. Sie wissen genauso gut wie ich, dass er unberechenbar ist. Können Sie verantworten, dass er meinem Mann etwas antut? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich will nichts weiter von Ihnen, als dass Sie den Sender in Marokko anrufen und ein Kamerateam herkommen lassen. Das wird gar nicht nötig sein. Das staatliche Fernsehen hier in Kharifa für denselben Zweck. Sie sollten das tun, was ich Ihnen vorschlage. Sie verlangen einfach zu viel. Sie profitieren doch nur von dem Versuch, meinen Mann zu befreien. Ist es nicht so? Ich habe vor, die Weltöffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Ihre Sache eine gerechte ist. Sollte uns das nicht gelingen, stirbt mein Ehemann. Und das wissen Sie. Ich denke, das ist Grund genug, um mir zu vertrauen. Das Filmmaterial ist weg. Überzeuge dich. Bist du sicher, dass es dort drin gewesen ist? Glaubst du, ich vergesse, wo mein Film sich befindet? Der Vorführer hat ihn bestimmt woanders hingebracht. Der Vorführer steht dort draußen. Er wartet darauf, dass er mit seiner Arbeit anfangen kann. Also gut, Steven, lass uns überlegen. Wir führen zunächst das Videoband vor. Was redest du da? Das ist ein Film. Es ist eine Kinoproduktion und keine Spielshow. Mach mich nicht krank. Wir müssen den Leuten etwas zeigen. Am besten, wir stellen zwei Monitore auf. Wir haben 20 Minuten Zeit. Uns bleibt gar nichts anderes mehr übrig. Du hast recht, die Situation ist fatal. Ich werde mich um die Ausrüstung kümmern. Ich kümmere mich um das Videoband. Ja, hier ist Steven Slade. Ich weiß, es ist ein bisschen spät. Steven, es liegt in der Schublade. Ist was ist los? Oh, bitte nicht. Ich glaube es einfach. Ich möchte wissen, wer daran interessiert war, deine Arbeit zu stehlen. Irgendjemand, der von Anfang an daran interessiert war, meine Arbeit zu verhindern. Du denkst doch nicht, dass sie dahinter steckt. Kelly Kappels Segelboot ist inzwischen im Trockendock. Der Sturm muss enorm Das Segelboot interessiert mich nicht. Ich will wissen, wo Kelly und Hunt sind. Soviel ich weiß, sind sie mit der Kappel-Yacht raus. Wissen Sie, welche Route? Bedauere, nach meinen Informationen handelt es sich um eine reine Vergnügungsfahrt. Hunt hat sich um das Richards-Geschäft zu kümmern und die Probleme aus dem Weg zu räumen. Was machen Sie da? Ich nehme Verbindung mit der Kappel-Yacht auf. Bedauerlicherweise werde ich Craigs kleine Vergnügungsreise unterbrechen müssen. Wenn du diesen Brief liest, wirst du bereits wissen, dass ich weggegangen bin. Und wenn du mit Kelly sprichst, wird sie dir vielleicht den Grund nennen. Aber es ist nicht der wahre Grund, sondern nur ein Vorwand, der ihrem eigenen Schutz dient. Ich weiß selbst nicht, warum ich es dir anvertraue, dass ich Kelly liebe. Vielleicht um mein Gefühl mit anderen Leuten, die sie auch lieben, teilen zu können. Kümmert euch um sie, ihr beide. Ihr zu helfen bedeutet, mich dafür zu hassen, was ich getan habe. Aber schließlich wirst du wissen, für wen ich es getan habe. Robert. Doseneintopf klingt auch nicht sehr vielversprechend. Was meinst du? Ich hätte Lust auf etwas Herzhaftes, zum Beispiel Hotdogs oder Hamburger. Denkst du, Sisi bricht hier ein und spielt einen Film? Ich verstehe nicht, wieso du ihn auch noch in Schutz nimmst. Wir beide wissen, dass er versucht hat, die Reise zu boykottieren. Also ist er der Hauptverdächtige, oder nicht? Das ist doch völlig absurd. Er wird jeden Moment hier auftauchen und es wird sich eine Erklärung Er wird hier hereinspazieren und sich keiner Schuld bewusst sein. Was denkst du denn, was er tut? Das ist einfach lächerlich, Steven. Er war es doch, der uns den Film geben wollte, damit wir ihn vorführen können. Ja, um sich Zutritt zum Studio zu verschaffen. So konnte er das Videoband ohne weiteres mitnehmen. Jetzt haben wir überhaupt nichts mehr, was wir zeigen können. Darf ich fragen, wann es losgeht, Slade? Oh. Ach, wissen Sie, es tut uns schrecklich leid, Mr. Evans. Es ist wohl mit einer also, kleinen Verzögerung zu rechnen. Also, haben Sie eine Kopie von Ihrem Meisterwerk oder nicht? Ja. Im Moment haben wir leider keine, aber ich schätze in... Das war mir schon klar, nachdem, was Sie so verlauten ließen. Was war das? Nur ein Werbegag, Slade? Dafür fehlt mir leider der Humor. Ich schreibe nicht über Possenreißer. Mit Kritikern habe ich schon immer auf Kriegsfuß gestanden. Warum nicht auch mit dem Wichtigsten in Hollywood? Beruhige dich, ich werde ihm die Situation erklären. Das kannst du ich werde auch mit nicht. Ihm Nichts kannst du ihm erklären. Ich werde sehen, was ich retten kann. Ladies and Gentlemen.
Tja, es hat ein kleines Problem mit dem Kopierwerk gegeben. Dafür trage ich die Verantwortung. Es war wohl mein Übereifer zu glauben, dass wir die Reise heute Abend vorführen können. Denn wie sich soeben herausgestellt hat, haben wir bisher noch keine Kopie erhalten. Daher sehen wir uns leider gezwungen, unsere Vorführung zu verschieben. Dennoch freuen wir uns, Sie heute Abend ein wenig verwöhnen zu dürfen. Bedienen Sie sich, trinken Sie Champagner, so viel Sie mögen. Und ich bitte nochmals um Entschuldigung. Warte mal, wo willst du denn hin? Denk mal scharf nach. Ach, Steven, Cici hat nicht das Geringste zu tun damit. Ach nein? Ich bin den ganzen Tag hier gewesen. Er hat mir die Kopie gebracht. Er hat zugesehen, wie ich sie dort hineinlegte. Er war als einziger hier. Es hätte auch ein anderer hier reinkommen können, als du im Büro warst. Wer hätte sonst ein Motiv, diesen Film zu stehlen? Wer? Ich kenne niemanden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das neu für dich ist. Du kennst ihn am besten. Und du weißt ganz genau, wie weit Cici geht. Er würde nie etwas Derartiges tun, verstehst du? Als er sagte, dass er zusehen wollte, hast du das immer noch nicht begriffen. Er hat dich für seine Zwecke benutzt. Da er in dem Fall nicht mit seiner Oberlehrermasche durchgekommen ist, ist er die Sache dann von hinten rum angegangen. Ich kenne Cici Capwell, bei ihm wundert mich nichts. Er würde mich nie für so etwas benutzen. Ich wette, du bist sogar noch Schlimmeres von ihm gewohnt. Wieso ist er nicht gekommen? Sonst ist er pünktlich. Ich sag's dir. Er wusste, dass die Vorführung ausfällt. Ach, er wird hier schon noch auftauchen. Du wirst es sehen. Und jetzt werde ich nichts anderes tun, als die Polizei anzurufen, um einen Einbruch zu melden. Und dir würde ich raten, dich vorsichtshalber nochmal umzusehen, falls der Film gar nicht verschwunden ist. Ja, ich möchte bitte... Würden Sie mich zur Polizei durchstellen? Ich habe einen Einbruch zu melden. Steven? Jetzt sag bloß, dir ist der Appetit vergangen. Nein, wie kommst du denn bloß darauf? Ich esse alles, Hamburger oder Hotdogs. Jetzt mach's mir nicht so schwer und sag, was du willst. Ich bin im Urlaub. Entscheide du. Okay, ich wäre für Hamburger. Gut, meinetwegen. Anfangs war ich mir nicht sicher, ob das mit uns beiden gut gehen würde. Ja, das kann ich verstehen. Möchtest du darüber reden? Ich hatte meine Vorbehalte, mit dir zusammen zu verreisen. Ich habe mich geirrt. Wirklich? Ja, ich habe mich geirrt. Ich bin froh, ich bereue es nicht eine Sekunde. Ja, warum auch? Sophia, hier spricht Robert Barr. Ich rufe die Sophia. Ich rufe die Sophia. Hier spricht Robert Barr. Sophia, bitte melden. Sophia, bitte melden. Ich rufe die Sophia, bitte melden. Sie kann nicht außerhalb der Funkreichweite sein. Nein, aber Sie können diesen kleinen Schalter auf Off stellen. Versuchen Sie es. Und zwar so lange, bis Sie endlich durchgekommen sind. Verstanden? Danke. Ich habe jetzt alles zu Ihrer Zufriedenheit erledigt. In Marokko wird alles für Sie arrangiert. Oh, gut. Also, wir sollten Sie jetzt vorbereiten. Nicht? Sie müssen sich umziehen. Sie können nicht so vor die Kamera treten. Wieso nicht? Wieso nicht? Mir persönlich gefällt Ihre Garderobe sehr gut. Ich habe wirklich kein Problem damit, nur... Nun ja... Wir wollen bei den Zuschauern nicht den Eindruck erwecken, wir würden einen Märchenprinzen interviewen. Einen Märchenprinzen? Wir müssen davon ausgehen, dass unsere Zuschauer oft unwissend sind. Wir haben für das Interview nicht viel Zeit und wir müssen den Zuschauer überzeugen. Wir haben höchstens 2 Minuten innerhalb der Nachrichtensendung. Und in diesen 2 Minuten müssen Sie jeden vor dem Bildschirm davon überzeugen, dass Sie aufrichtig sind. Ich bin immer aufrichtig. Ich meine, dass Sie fortschrittlich sind und dass Sie dafür kämpfen, Ihr Land von der Diktatur zu befreien. Mir tut es leid, es wirkt nicht sehr überzeugend, wenn Sie diese langen Gewänder tragen. Ich bin ein überzeugender Mensch. Ich möchte Ihnen nur sagen, wie Sie Ihr Land retten können. Aber die Menschen in meinem Land erwarten mich so zu sehen, wie ich bin. Was Ihre Untertanen von Ihnen halten, ist im Moment völlig unwichtig. Sie brauchen die Hilfe der Vereinigten Staaten. Ihr Volk wird es Ihnen nicht verübeln, wenn Sie sich dafür umziehen.
Bitte, wir können nicht ewig darüber diskutieren. Hören Sie auf mich. Wenn Sie das tun, erreichen wir beide, was wir wollen. Was soll ich anziehen? Einen Anzug und eine Krawatte. Konservativ. Ich glaube, das lässt sich machen. Gut, und dann machen wir etwas mit Ihren Haaren. Aber jetzt gehen wir das Interview mal durch. Sie antworten auf meine Fragen. Sie werden aufrichtige Antworten erhalten. Ja, davon gehe ich aus. Ich prüfe nur Ihre Vortragsweise. Die Vortragsweise meiner Antworten? Ich sage Ihnen, wann Sie lächeln müssen und wann nicht. Sie müssen einfach überzeugen. Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Das lassen wir lieber sein. Ich bin kein kleiner Junge vor einer Schulaufführung. Verstehen Sie denn nicht? Der Zuschauer, der Sie zum ersten Mal sieht, muss sich eine Vorstellung von Ihnen machen. Je größer Sie auf dem Bildschirm erscheinen werden, desto prägnanter müssen Ihre Sätze formuliert sein. Das ist alles nicht so schwer, wirklich nicht. Ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich sage. Aber ich will doch nur, dass der Zuschauer Ihnen glaubt. Der Präsident der Vereinigten Staaten hat Leute angestellt, die jede politische Rede, die er hält, vorher formulieren. Das ist einfach so üblich. Wissen Sie... Und Ihr Präsident lässt sich so etwas gefallen? Es ist selbstverständlich für ihn. Das ist das Medienzeitalter. Sie werden sich daran gewöhnen müssen, um in der Politik zu bestehen. Es ist unglaublich wichtig und unerlässlich, sich vor einer Kamera artikulieren zu können. Wir haben leider nicht die Zeit, Sie darauf vorzubereiten, Pascha. Ich bitte Sie deshalb, auf mich zu hören. Gut. Ich werde mein Gewand ablegen und einen Anzug anziehen. Glauben Sie wirklich, dass Ihr Vorhaben funktionieren wird? Ja, das tue ich. Hast du eine Antwort für mich? Ich bin untröstlich, Bechim. Aber unseren Quellen ist es leider versagt geblieben, zu erfahren, was dieser Castillo dem Pascha bedeutet. Vermutlich suchen wir an falscher Stelle nach Antworten. Mr. Castillo müsste doch wissen, wieso er eine so wertvolle Ware für den Pascha ist. Ja, aber wenn er doch nicht antwortet? Dann bring ihn dazu. Unsere Übereinkunft mit Castillos Freund war, ihn nach 7 Tagen an den Pascha auszuliefern. Sie gaben ihm ihr Wort. Ich bin der Herrscher. Sollte ich mich einem Bürgerlichen verpflichten? Nein. Nein, Bechim. Genau, das ist es. Stelle ihm weitere Fragen. Wenn Castillo nicht reden will, weißt du, wie du ihm die Zunge löst. Komm schon, beeil dich. Ich hab Hunger. Es ist schon serviert. Hier sind sie. Aber pass auf, sie sind... Au! Oh, verflucht! Heiß. Kannst du mir das nicht vorher sagen? Oh, beide Daumen verbrannt. Na komm, ich puste. Schon besser. Viel besser. Du machst das ziemlich gut. Du hast ziemlich hübsche Daumen. Tut mir leid. War nicht deine Schuld. Ich bin auf einmal gar nicht mehr so hungrig. Und wieso nicht? Jetzt wird gegessen. Du hast dich für Hamburger entschieden, weil du noch vor 5 Minuten am Verhungern warst, also? Craig, was möchtest du trinken? Was ist los? Nichts ist los. Was willst du trinken? Bier oder Champagner? Was wäre dir lieber? Am liebsten Rotwein, wenn möglich. Daneben Rotwein. Auch gut. Craig? Ja? Irgendwas beschäftigt dich doch. Ich hätte es gleich wissen müssen. Was? Es ist wegen Robert, nicht wahr? Steven, wieso bist du nicht bei deiner Vorführung? Was ist denn hier los? Ich wollte gerade gehen. Es sieht zumindest so aus. Aber allzu eilig haben Sie es auch nicht. Wie meinen Sie das? Sie haben gleich gewusst, dass die Vorführung ausfällt. Wieso? Was ist denn passiert? Das gesamte Filmmaterial ist verschwunden, zusammen mit der einzigen Videokopie, die wir noch von dem Rohschnitt her hatten. Tun Sie nicht so, als ob Sie es nicht wüssten. Überlegen Sie doch mal, wenn Sie schon eine Anschuldigung machen, wer Ihnen das Material geliefert hat. Wieso sollte ich etwas stehlen, was ich bereits in Händen hatte? Weil Sie nach Belieben Entscheidungen treffen und irgendwie scheint es Ihnen nicht beliebt zu haben, dass dieser Film heute gezeigt werden soll.
Ich hätte es schon längst ahnen müssen, zumal Sie andauernd Ihre Meinung darüber geändert haben, ihn vorzuführen. Steven, ich bin sicher, dass er... Lass nur, Cassie. Ich kenne das schon von ihm. Das ist nicht das erste Mal, dass Mr. Slade in mein Haus kommt und Anschuldigungen gegen mich... Verschonen Sie mich mit Ihrem selbstgefälligen Gerede. Ich weiß, dass Sie meinen Film gestohlen haben. Von dem Mord an Cassie. Sie waren davon überzeugt, ich hätte Sie getötet. Wo zur Hölle ist mein Film? Hören Sie auf, Slade. Her damit. Ich will Ihnen was verraten. Es ist wahr, ich wollte, dass dieser Schund nicht veröffentlicht wird. Aber Sophia bestand darauf, also habe ich ihn zur Vorführung heute Abend zugelassen. Aber wenn Sie den Überblick verlieren, wer alles bei Ihnen ein- und ausgeht, dann haben Sie es sich selbst zuzuschreiben, dass hin und wieder etwas abhanden kommt. Sie können es einfach nicht ertragen. Es ging Ihnen nicht um den Film, sondern um Sophia. Sie ertragen es nicht, dass sie berühmt werden könnte. Und Sie können nicht damit fertig werden, dass ich es schaffe, alles aus ihr herauszuholen. Für gewöhnlich sage ich das nur einmal. Verschwinden Sie! Ich gehe nicht ohne meinen Film. Warum sollte ich wegen Roberts ein Problem haben? Ich weiß, was du gedacht hast, als du mich auf seiner Yacht gefunden hast. Oh. Du hattest deine Erklärung dafür. Ich habe sie akzeptiert. Es war furchtbar, in diesem Sturm festzuhängen. Glaub mir, ich hatte großes Glück, dass er meinen Notruf gehört hat. Du bist eben ein Glückskind. Und wenn ich nicht nass bis auf die Haut gewesen wäre, wäre ich dann nie in seinem Jogginganzug rumgelaufen. Glaub mir, es ist absolut harmlos gewesen. Ich glaube, dass es zunächst harmlos war. Doch es ist nicht harmlos geblieben. Ich weiß doch, wie er dich angesehen hat. Da steckt einfach zu viel Leidenschaft dahinter, verstehst du? Hör auf, Craig, das ist lächerlich. Robert hat keinerlei Gefühle für mich. Nein? Nein. Und ich empfinde auch nichts für Robert. Nicht mehr, aber damals. Es war nur ein Anflug von Verliebtheit. Vermutlich hatte es viel mehr was mit Eden zu tun, als mit aufrichtigen Gefühlen. Um ihm über seinen Liebeskummer hinwegzuhelfen? Zum Beispiel. Fest steht, dass es aus ist zwischen uns und Robert keinerlei Chancen mehr haben wird. Weil er damals wegging? Weil er Santa Barbara verlassen hat? Oh, Craig, lass uns damit aufhören. Ich versuche doch nur, dich zu verstehen, okay? Ich finde, ich habe ein Recht, danach zu fragen. Also gut, es kam der Zeitpunkt, als sich etwas zwischen uns entwickelte. Meine Gefühle für ihn wurden stärker. Aber dann hat er mich eiskalt abgeschoben. Er behandelte mich wie Dreck und da habe ich gemerkt, was für ein Typ er wirklich ist. Und diese Tatsache macht alles, was war, für immer ungeschehen? Ich bin nur verliebt gewesen. Das war alles. Es wird niemals wieder etwas zwischen uns sein. Er kennt ganz genau meinen Standpunkt. Ja, ich weiß. Sag bloß, ihr habt euch darüber unterhalten. Er erwähnte nur, du hättest ihm gesagt, dass du einen anderen lieben würdest. Ist das wirklich so? Oder ist das nur eine Lüge, mit der du dich auf meine Kosten profilierst? Ignorieren Sie mich einfach und arbeiten Sie weiter. Jemanden wie Sie zu ignorieren, ist sehr schwer, Miss London. Nicht für Sie. So kann ich mir einen flüchtigen Eindruck über Ihre Arbeitsweise verschaffen. Sie können einfach nicht genug kriegen, oder? Sie sind ein faszinierender Mann, Mr. Barr. Sie bewegen sich in recht interessanten Kreisen. Welche Kreise sollen das denn sein? Ich denke da vorrangig an die Capwells. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich mich schon heute Morgen hier herumgetrieben habe, nachdem C.C. Capwell aufgekreuzt war. Sie hatten offensichtlich eine kleine Auseinandersetzung. Kleine Auseinandersetzungen sind Mr. Capwells Spezialität. Was für eine Beziehung haben Sie zu ihm? Eine rein geschäftliche Beziehung. Sie haben sein Unternehmen aufgekauft und dann an ihn zurückgegeben. So ist es. Warum? Warum ich das tat? Ja, ich weiß es nicht. Nun, ich habe zu dieser Zeit für jemanden gearbeitet, dessen Methoden ich nicht billigen konnte und daher selbst die Initiative ergriffen. Oh, ein Geschäftsmann mit Gewissen. Wenn Sie es sagen. Sie hatten auch irgendwann ein näheres Verhältnis mit C.C. Capwells Tochter Eden. Kann man sagen, dass das Ihre Beziehung zu ihm beeinflusst hat? Ich schlage vor, dass wir unser kleines Interview hiermit beenden. Einverstanden?
Es tut mir leid, ich wollte nicht persönlich werden. Nein, es ist Ihr Job. Und das hier ist mein Job und der kann leider nicht warten. Ich gehe nicht ohne meinen Film. Schon Schluss! Würdet ihr endlich damit aufhören, alle beide! Hast du irgendeine Ahnung, wo das Masterband und das Videoband sein könnten? Nein, ich habe nicht die geringste Ahnung. Und entweder verlässt dieser Kerl jetzt mein Haus oder ich werde die Polizei rufen. Die Polizei, das ist eine sehr gute Idee. Ich werde sie anrufen und das Filmmaterial als gestohlen melden. Hören Sie bitte, wäre es möglich, den Scheinwerfer darunter zu ziehen und das Licht zu filtern? Den rechten, meinen Sie? Ich möchte ein dezenteres Licht für Pascha Kamal, verstehen Sie? Ja. Was ist denn? Starrt mich nicht so an, ich hab mich fürs Fernsehen umgezogen. Na los, zurück an die Arbeit! Trifft meine Erscheinung auf Ihre Zustimmung? Ein wunderschöner Anzug. Wir könnten die Krawatte weglassen, aber ein anderes Mal. Wir werden hier sitzen, ja? Ja, genau. Ja, Sie werden zu meiner Rechten sitzen. Mit ein bisschen Glück werden wir das Interview schon in 3 Stunden ausstrahlen können. Die östlichen Länder werden es zu den Abendnachrichten senden. Die fernöstlichen zu den Spätnachrichten und die Vereinigten Staaten am Vormittag. Wir haben 24 Stunden Zeit, um den Scheich davon zu überzeugen, ihr Land nicht zu überfallen und meinen Mann freizulassen. Nun, lassen Sie uns jetzt anfangen. Also gut, die Scheinwerfer sind alle eingestellt. Bitte setzen wir uns. Und ich soll wahrscheinlich nur ein bisschen lächeln, aber nicht zu viel und auf keinen Fall zu ernst sein, habe ich recht? Wir werden es einfach so lange ausprobieren, bis Sie es drauf haben. Sagen Sie mir, wenn Sie soweit sind. Einverstanden. Ich bin soweit. Also von mir aus können wir jetzt anfangen. Wir können. Und Kamera läuft. Hier ist Eden Castillo mit einem Bericht aus dem kleinen nordafrikanischen Land Khadif. Einem Land, das sich am Rande der Zerstörung befindet. Ich bin bei Pascha Omar Mustafa Kamal. Ein Mann, der sich für sein Volk hingebungsvoll engagiert und der verzweifelt hofft, die Zerstörung seines Landes abzuwenden. Ich könnte in einer halben Stunde ein Kamerateam hier aufstellen. Das können Sie vergessen. Wir würden Sie in Ruhe lassen. Ja, wirklich. Sie wären völlig ungestört. Ich sagte nein. Ich will davon nichts wissen. Hören Sie endlich auf, mich zu belästigen. Verstanden? Verstanden. Ich habe Rogers angerufen. Er ist zu einem Treffen morgen nicht bereit. Auch das noch. Ich werde mit ihm sprechen. Hallo, Jim. Hier ist Robert. Nein, Sie wissen genauso gut wie ich, dass wir uns zusammenschließen müssen, wenn das Geschäft in Gang kommen soll. Es ist mir verflucht nochmal egal, was Porter Ihnen erzählt hat. Ich bin fest entschlossen, dieses Projekt am 1. September zu starten. Nein, es ist keineswegs unrealistisch. Und Näheres dazu erfahren Sie morgen beim Essen. Danke, Jim. Ich sehe Sie. Warum sind Sie noch hier? Oh, ich wollte mich gerade auf den Weg machen. Also, schönen Abend. Tut mir leid, dass Sie so abgefertigt werden. Versuchen Sie es einfach morgen nochmal. Einverstanden? Kein Problem. Es ist bekannt, dass Ihr Chef ein knallharter Geschäftsmann ist. Stimmt's? Und endlich hat er mir einen Eindruck davon gegeben. Nein, glauben Sie mir. Ich bin nicht umsonst hier gewesen. Na, fein. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich weiß nicht, warum Robert so etwas erzählen sollte. Also ist es gar nicht wahr? Craig, ich war wütend, als ich ihn an diesem Abend am Strand traf. Und aus Rache hast du ihm diese Lüge um die Ohren gehauen? Er muss gewusst haben, wen ich damit meinte. Vielleicht wusste er auch, dass du es nicht ernst gemeint hast. Bist du deshalb so verärgert? Du hast recht. Ich bitte um Verzeihung. Es war falsch von mir. Hör zu, Craig. Mir liegt sehr viel an dir. Ich würde gerne erfahren, was dich so sehr beschäftigt, damit ich dir helfen kann. Du hast doch noch was für ihn übrig, nicht wahr? Sonst würdest du ihn nicht so belügen. Ich wollte ihm das wiedergeben, was er mir angetan hat.
Hast du immer noch Kummer wegen Bobby? Nein, keineswegs. Ich meine nicht nach dem, was alles passiert ist. Was passiert ist? Du meinst, weil er dich verlassen hat? Verstehe. Alles klar, okay. Und wenn er das nicht getan hätte... Hör jetzt bitte auf. Ich werde mich nicht auf so ein Spiel einlassen. Er hat es getan. Er hat mir zu verstehen gegeben, dass ich ihm egal bin. Und um meine Ehre zu retten, lassen wir das. Diese ganze Angelegenheit wird mir zu analytisch und das Thema ist zu mühselig. Ich bin hier, damit wir uns besser kennenlernen. Also warum tun wir es nicht einfach, anstatt alles so zu zerreden? Okay. Okay. Ich mache den Wein auf und dann essen wir die Hamburger und dann will ich kein Wort mehr über Robert Barr hören. Deswegen sind wir hier, um unsere Probleme zu vergessen, nicht um neue zu schaffen. Alles nach Plan, hm? Schluss jetzt, okay? Na schön. Ich hol den Wein und dann wird ein bisschen gefeiert. Nein. Was? Ich hol ihn. Steven, du hättest nicht hierher kommen sollen. Dieser Mistkerl da hat meinen Film gestohlen. Ich glaube nicht, dass sie irgendwas damit Cassie, zu tun hat. Cassie, du kennst diesen Mann nicht. Du hast ja keine Ahnung, was für ein Schuft jetzt er ist. Jetzt hör mal zu, dieser Mann hatte einen Herzinfarkt und du denkst an nichts anderes als an deinen Film. Weißt du, um den Film geht's genau genommen gar nicht. Es geht um ihn, um mich und um Sophia. Es macht ihn krank, dass man für Geld nicht alles kaufen kann. Detective Madigan, Polizei. Ich möchte zu Stephen Slade. Ja, bitte, kommen Sie rein. Mr. Slade? Ja, das bin ich. Er muss von der Polizei sein. Das kann sein. Ich hoffe nur, er ist hier, um Slade mitzunehmen. Sissy, würdest du endlich mal zur Vernunft kommen? Warum? Er beschuldigt mich des Diebstahls, eine Ungeheuerlichkeit. Kannst du nicht verstehen, dass der Verlust ihn völlig fertig macht? Wie kommt er dazu, in meinem Haus Anschuldigungen gegen mich zu erheben? Sissy, du wolltest verhindern, dass der Film gezeigt wird und dass die Vorführung dafür heute Abend stattfindet. Was höre ich denn da raus? Verdächtigst du mich ebenfalls? Sei nicht albern, ich verdächtige dich nicht. Ich will nur, dass du verstehst, warum er ein bisschen argwöhnisch gegen dich sein könnte. Es war sehr niederschmetternd für ihn. Hollywoods wichtigste der Kritiker war anwesend. Das ist clever. Ein guter Werbegag, vermute ich, den er selbst inszeniert hat. Das ist doch Unsinn. Das würde gar nichts nützen. Hat er was zu verlieren? Ein Negativ liegt beim Rechtsanwalt im Safe und kann jederzeit kopiert werden. Der Film ist nicht verloren. Und wenn er verloren wäre, was macht das schon, so wie die Dinge stehen? Er sagt, dass er keine 90% seines Films gesehen hat. Weißt du, wie viel er aus seinem Leben darin verarbeitet hat? Nein, aber ich weiß, wie sehr er unseres ausgeschlachtet hat und wie gut er bezahlt wurde. Ich habe die Schecks ausgestellt. Guten Abend. Detective Madigan. Vielleicht können wir die ganze Angelegenheit mit ein paar Fragen klären, Mr. Capwell. Der Bulle hat kein Interesse daran, meinen Film zu finden. Er ist nur um Mr. Capwells Kreislauf besorgt. Ich schlage vor, du gehst, wenn er dir seine Fragen gestellt hat. Ich glaube nicht, dass du hier noch irgendetwas erreichen kannst. Lass uns später nochmal reden. Lass dich nicht wieder ausnutzen. Versprochen. Vergiss nicht, wie oft er dich schon belogen hat. Findest du es wirklich so unwahrscheinlich, dass er dahinter steckt? Vielleicht sollte ich dankbar sein, dass er nur das getan hat. Naja, wenigstens kauft niemand Slade die Behauptung ab, ich hätte seinen Film gestohlen. Wer könnte es gewesen sein und warum? Ich bitte dich, Sophia, nicht du auch noch. Glaubst du wirklich, dass ich irgendetwas damit zu tun habe? Entschuldige, ich finde, es ist Männersache, den Wein zu öffnen. Habe ich recht? Besonders, wenn es Burgunder ist. Es gehört viel Feingefühl dazu, den Kochen. Würdest du mir bitte sagen, was los ist? Was soll denn los sein? Wir machen ein Picknick, das ist los. Ich habe es langsam satt, Craig. Was hast du satt? Das Misstrauen, das du mir gegenüber hast. Du hast mich dazu überredet, mitzufahren. Ja, und du hast gesagt, dass du froh darüber bist. Ja, bevor wir angefangen haben, über Robert zu reden. Wir? Du hast angefangen, okay, über ihn zu reden. Okay, ich habe Robert erwähnt, weil ich versuche, dahinter zu kommen, warum du dich so seltsam benimmst. Einerseits kannst du mir nicht nahe genug kommen und dann wiederum versuchst du mir unentwegt auszuweichen. Womöglich ist Robert nur ein Vorwand.
Ich dachte, wir wollten aufhören, über Robert zu sprechen. Jetzt spreche ich auch nicht über Robert, sondern über uns. Hey, wenn du dich irgendwie zurückziehen willst... Mich wovor zurückziehen? Du weißt doch ganz genau, was ich damit meine. Nein, weiß ich nicht. Vielleicht wolltest du dir eine schöne Zeit machen. Und vielleicht wurde es dir dann ein wenig zu ernst. Wenn du ein Problem damit hast, dann sag es mir bitte und unterlasse deine Anstrengung, so weit wie möglich von mir wegzulaufen. Kelly, du willst wirklich wissen, was ich will? Es gibt nichts, was mir lieber wäre, als bei dir zu sein. Dann bitte sei bei mir. Gehen, wie ich kann. Das willst du doch, oder? Ich mache dann Feierabend. Es wird Zeit. Sie haben genug gearbeitet. Gehen Sie schlafen. Nein, ich habe noch zu tun. Ist irgendwas? Dasselbe frage ich mich auch. Ich sagte doch schon, ich habe noch zu tun. Dasselbe haben Sie gestern gesagt und vorgestern und trotzdem sind Sie irgendwann schlafen. Richtig. Leider habe ich auf Autopilot geschaltet und die Strafe dafür ist, dass uns Mr. Capwell jetzt enorme Probleme bereitet. Mag sein, aber die lassen sich jetzt mit Ihrem Eifer auch nicht abwenden. Gibt es noch irgendwas, Renfield? Ja, das könnte man so sagen. Sie sollten anfangen, sich auch mal Ablenkung zu verschaffen. Vielleicht werde ich das als nächstes ins Auge fassen. Danke. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Du hast heute in der Sonne gelegen, ha? Ein bisschen. Ich bin auf einer Yacht gewesen. Ich hatte eigentlich vor, ihm ein Kamerateam vorzusetzen, aber er war nicht einverstanden. Vielleicht bist du nicht überzeugend genug gewesen. Hey, ich will es mir nicht mit ihm verscherzen. Ich brauche unbedingt ein Band über diesen Mann, wenn er arbeitet. Du wirst es kriegen, Schätzchen. Habe ich dich jemals enttäuscht, wenn ich was versprochen habe? Hm? Jedenfalls nicht, wenn du deine weiblichen Reize ins Spiel gebracht hast. Wenn neue Geschäftsleute in Santa Barbara aufkommen, dann... Naja, ich kann ja versuchen, mir den einen oder anderen zunutze zu machen, wenn du willst. Hey, trotz alledem war es nicht umsonst. Inwiefern? Ich habe was gefunden. Natürlich ist die letztere Gruppe auch die interessantere, weil es durchaus noch... Robert Barrs Handschrift, wie du siehst. Vielleicht hast du dafür Verwendung. Du bist einmalig. Ich würde denken, dass es gerade diese Branche ist, die in den nächsten 10 Jahren... Und jetzt zu deinen weiblichen Reizen, die du heute für mich aufgespart hast. Nein. Auch wenn ich deine Einstellung zu diesem Film kenne, unterstelle ich dir nicht, dass du ihn gestohlen hast. Ich habe es nicht getan. Ich hoffe, du weißt, wie wichtig es für mich ist, dass du mir glaubst. Natürlich, aber wer hat es dann getan? Wer steckt was dahinter? Was weiß ich? Möglicherweise jemand, der was gegen Steven hat. Sich Feinde zu verschaffen, ist für diesen Mann kein Kunststück. Hast du jemandem etwas erzählt, der sich das zunutze gemacht hat, um Steven Schaden zuzufügen und nein, es dir anzuhängen? Nicht, dass ich wüsste. Hör zu, wenn ich daran interessiert gewesen wäre, die Aufführung zu verhindern, dann hätte ich es auf ganz legale Weise tun können. Die Rechte dafür besitze ich, aber ich halte mich an unsere Vereinbarung. Hallo. Ja. Was? Wann? Wie ist das passiert?
Was sagen Sie? Er befand sich im Safe. Was reden Sie da? Wie konnte das? Jerry, für den Fall, dass Sie es noch nicht wissen, Sie stehen für 10 Millionen Dollar in der Haftung. Was ist denn? Es hat gebrannt im Büro meines Anwaltes. Das Negativ des Films ist zerstört worden. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.